Kriegserklärung an seine Majestät Andreas III., den nichtsnützigsten König von Exton und Unterdrücker der Öhlendörfer. Da wochenlange Verhandlungen Sie und Ihren Stab nicht zur Vernunft bringen konnten und ich die Schandreden der Grünen in Exton nicht mehr länger dulde, sehe ich mich gezwungen, bei Ihnen einen Radikalkur anzuwenden. Das heißt, Sie mit Waffengewalt aus Exton zu vertreiben. Exton, dem 14. Juli 2019, Napoleon, oberster Kriegsherr der Öhlendörfer. Also, das war der Hinweis nochmal von hier oben auf das Feld. Bitte nach der Schlacht können Sie ja was versäumen. Dankeschön und ich verabschiede mich von hier oben und übergebe das Mikrofon an unseren Napoleon. Danke, Manuel. Euer Körper, war er bereit für die Niederlage? Bereitet uns auf
sind. Also, wenn er mal das Ja, genau, dann hat er auch die andere Seite mitgekriegt. Vorrunde, bitte!